Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. Steht eine massive Kapitalflut für den Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock bevor? Diese Frage und mehr besprechen wir in dem heutigen Video. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Beginnen wir das heutige Video mit den aktuellen Bitcoin-News und On-Chain-Daten. Klicken wir hier zu Beginn nochmal auf den Bitcoin-Spot-ETF-Flows. Und hier könnt ihr auch sehen, am 2. und 3. April hatten wir nochmal kleine Netto-Inflows von 40 und 113 Milliarden Dollar. Allerdings jetzt hier am 4. April hatten wir nochmal Outflows von 79 Millionen Dollar und auch hier nochmal am 5. April Outflows von 199 Millionen Dollar. Allerdings könnten hier diese größeren Outflows von Grayscale bald enden, denn wir haben jetzt die Bestätigung, dass hier das Insolvenzverfahren von Genesis komplett abgewickelt wurde. Sie haben hier Grayscale Trust in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar verkauft, die höchstwahrscheinlich eben hier zu dem höheren, nochmal aufflammenden Verkaufsdruck von eben Grayscale hier geführt hat. Das haben wir auch nochmal bestätigt von dem ETF-Experten James Seyfarth. Also könnte gut sein, dass wir ab jetzt wieder hier Outflows von Grayscale unter 100 Millionen sehen. Ansonsten aber auch sieht es hier sehr positiv aus, insgesamt für die Bitcoin Spot ETFs. Die Bitcoin Spot ETFs halten jetzt insgesamt schon über 500.000 Bitcoin, was hier 2,57% des gesamten Bitcoin Supplies, was sich im Umlauf befindet, entspricht. Ansonsten können wir auch damit rechnen, dass wir hier bald nochmal deutlich stärkere Inflows, vor allem in den Bitcoin Spot ETF von BlackRock, sehen werden. Denn jetzt haben hier folgende 5 Riesen Wall Street Firmen die Erlaubnis bekommen, in den BlackRock Bitcoin ETF zu investieren. Und zwar handelt es sich hier um folgende Unternehmen: einmal um Citadel, Goldman Sachs, UBS und Citigroup. Das ist ein positives Zeichen, denn das spricht eben dafür, dass eben jetzt hier diese Firmen einen Teil vom Kuchen wollen und vor allem auch, dass jetzt hier öffentlich in Zusammenhang mit Bitcoin gebracht werden wollen. Hier haben wir also auch die Wende von Bitcoin, was das Image angeht. Früher haben ja eben genau diese großen Firmen für negative Schlagzeilen über Bitcoin gesorgt. Jetzt wird es hier so gesehen akzeptiert, was also hier auf jeden Fall schon mal positiv ist, was das Marketing für Bitcoin angeht. Und vor allem sehen wir jetzt hier auch nochmal die News bestätigt, also wirklich diese 5 Riesenunternehmen haben jetzt auch die Erlaubnis hier dann für ihre Kunden in den Bitcoin Spot ETF zu investieren. Und hier muss man sich wirklich mal das Vermögen, was diese Unternehmen hier verwalten, anblicken. Da haben wir hier eine kleine Übersicht und da könnt ihr auch sehen, insgesamt sprechen wir hier über knapp 7,5 Billionen Dollar. Momentan hat ja der Bitcoin insgesamt eine Marktkapitalisierung von ungefähr 1,4 Billionen Dollar. Das heißt auch hier, wenn nur kleine prozentuale Anteile in Bitcoin laufen, kann das hier auch wirklich nochmal den Kurs ordentlich beflügen. Also auf jeden Fall hier extrem positive News für Bitcoin. Auf jeden Fall wird auch noch zudem jetzt hier in Australien ein Bitcoin Spot ETF noch in diesem Jahr live gehen. Das haben wir auch gestern in den News schon besprochen. Es kommt hier ein ETC in Deutschland, in Großbritannien und dann jetzt noch in Australien in diesem Jahr. Also wir sehen wirklich hier immer mehr Wege werden geöffnet, dass hier immer mehr Menschen auf der gesamten Welt dann bequem in Bitcoin investieren können. Zudem sehen wir auch, dass weiterhin vor allem hier die größeren Wallets von 100 bis 100.000 Bitcoin in den letzten 3 Monaten extrem Bitcoin akkumuliert haben. Sie haben hier insgesamt 319.000 Bitcoin gekauft, was ungefähr 1,4 des gesamten Supplies entspricht, währenddessen hier kleinere Wallets von 0 bis 100 Bitcoin hauptsächlich eben hier Bitcoin verkauft haben in den letzten 3 Monaten. Die haben hier 105.000 Bitcoin verkauft. Das seht ihr hier also nochmal sehr gut in dieser Grafik. Während hier kleinere Wallets kapitulieren, haben hier die größeren Wallets nochmal extrem nachgekauft. Zudem sehen wir auch hier nochmal, dass auch einzelne größere Käufe hier in den letzten Tagen wirklich stattfinden. Das haben wir auch nochmal gesehen bei dem Mr. 100. Bei diesem Wallet wurden ja auch über 2000 Bitcoin allein schon im April gekauft. Und der April hat ja gerade erstmal begonnen. Und hier haben wir jetzt auch nochmal von Binance ein Outflow von knapp 3.800 Bitcoin in Höhe hier von 250 Millionen Dollar gesehen. Also scheint auch hier, dass kräftig nachgekauft wird, vor allem hier eben von sehr großen Investoren. Und zudem sehen wir hier auch wirklich, dass es extrem positiv, dass die aktuelle Rallye hier nicht getrieben ist durch Spekulation, sondern wirklich angetrieben wird durch Spotkäufe. Das ist in der Vergangenheit auch immer ein positives Zeichen gewesen. Wenn die Märkte durch Spotkäufe angetrieben werden, ist der Anstieg meistens auch deutlich nachhaltiger. Ansonsten können wir auch sehen, dass Tether nochmal 1 Milliarde Dollar hier gemintet hat. Das bedeutet also, weiterhin besteht hier ein
hoher Bedarf an Stablecoins. Die Stablecoins werden ja meistens auf den Börsen benutzt, um Krypto nachzukaufen. Also hier dann auch nochmal neue Kaufkraft. Insgesamt können wir auch beobachten, dass Tether hier allein in den letzten 3 Tagen 3 Milliarden USDT gemintet hat. Also wirklich schon extrem. Wir haben das Halving in ungefähr 2 Wochen, also Mitte April. Wir werden hier noch vor dem 15. Mai einige Quartalsberichte erhalten, indem wir dann auch sehen werden, welche großen Firmen potenziell hier über die Bitcoin Spot ETFs in Bitcoin investiert haben. Das könnte hier auch noch für ein bullisches Narrativ sorgen. Zudem auch die großen Outflows von Grayscale sind, wie wir besprochen haben, höchstwahrscheinlich soweit beendet, da eben hier die Insolvenzen bisher schon jetzt abgewickelt wurden. Und zudem ist auch hier noch das Funding eben auf einem sehr niedrigen Niveau und wir haben momentan noch ein ziemlich bärische Stimmung im Markt. Das alles könnte dazu sprechen, dass wir hier vielleicht wirklich über die nächsten Wochen, vielleicht nach dem Halving, einen stärkeren Anstieg sehen, als viele jetzt damit rechnen. Insgesamt muss ich sagen, bin ich nach wie vor bullisch gestimmt. Und zudem auch nicht zu vergessen, weiterhin, während wir diese gesamten Riesenkäufe sehen, sind natürlich auch hier weiterhin die Bitcoin-Bestände durchgehend am Abfallen. Ihr seht es hier, nur noch knapp über 11% aller Bitcoin befinden sich hier auf den zentralisierten Börsen. Kommen wir nun abschließend zur Bitcoin-Chart-Analyse. Gestern haben wir hier den Bitcoin-Chart sehr ausführlich analysiert. Für alle, die das hier so detaillierter interessiert, können sich das Video von gestern nochmal anschauen, denn es hat jetzt hier seit gestern nicht viel getan. Ihr könnt sehen, weiterhin testen wir jetzt aktuell nochmal die vorherige Supportzone an. Ihr seht, während dieser kleinen Seitwärtsphase hier zwischen 68.000 und ungefähr 71.500 Dollar hatten wir hier zweimal Support, hatten hier den Ausverkauf, hier unten diese Trendlinie nochmal angetestet und jetzt aktuell testen wir eben hier den vorherigen Support noch als Resistance an. Das bedeutet also, solange wir es ja hier noch mal schaffen, wirklich über diese Seitwärtsphase auszubrechen und die vorherige Resistance hier bei 41.400 Dollar zu brechen, besteht ja nach wie vor noch das Szenario, dass wir eben hier an der vorherigen Supportzone abgelehnt werden und dann hier nochmal einen Ausverkauf sehen und unter diese rote Linie fallen. Dieses Szenario haben wir gestern auch besprochen. Dann ist es eben nach wie vor noch möglich, dass wir in Richtung der 60.000 und die 58.000 Dollar fallen. Das wären meiner Meinung nach hier nochmal sehr gute Kurse, um langfristig nachzukaufen und auch langfristig hier eine Long-Position stufenweise aufzubauen. Ansonsten, wie wir auch gesagt haben, Long einsteigen, falls wir diesen Ausverkauf jetzt nicht sehen, würde ich trotzdem erst, wenn wir es hier schaffen, einmal den RSI-Abwärtstrend zu brechen und wie beschrieben hier die vorherigen Tops bei 71.400 Dollar aus dem Markt zu nehmen, dann können wir hier oben auch nochmal einsteigen. Das heißt also, währenddessen wir hier in dieser Seitwärtsphase noch weiterhin feststecken, weder den Breakout sehen hier über die 71.400 Dollar, noch hier den Breakdown unter die 60.000 Dollar in Richtung so der 58.000 Dollar. So lange würde ich hier einfach noch nach wie vor auf der Seitenlinie bleiben und den Chart nur beobachten, ob sich der Szenario A oder Szenario B ausspielt, um dann hier letztendlich eine langfristige Long-Position in den Markt zu bringen. Soweit auf dem 4-Stunden-Chart, ansonsten auf dem Tageschart könnt ihr auch sehen, hier hat sich nicht viel getan. Auch hier beobachten wir nach wie vor immer noch dieses Bull-Pattern, das haben wir in dem letzten Video auch besprochen. Wenn sich hier dieses Pattern bullisch ausspielt, dann können wir damit rechnen, dass die Bewegung, die wir hier in das Pattern gesehen haben, auch nochmal ungefähr aus diesem Pattern hinaus sehen werden. Das könnte also bedeuten, dass wir hier ungefähr in Richtung der 100.000 Dollar, vielleicht schon früher als der eine oder andere erwartet, ansteigen können. Aber nach wie vor, ihr wisst ja, diese Pattern sind sehr subjektiv. Das heißt also, hier sollte man also nicht blind links einsteigen, sobald wir hier etwas leicht aus diesem Pattern ausbrechen. Erst wenn wir es hier auch wirklich schaffen, zumindest mal diese letzten Hochs, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, besser auch dieses Allzeithoch gebrochen haben. Das heißt, wir mindestens mal eine Tageskerze über diesem Niveau von 71.500 Dollar oder eben 74.000 Dollar geschlossen haben. Erst dann würde ich hier long einsteigen und vor allem sollte man auch hier vielleicht etwas konservativer die Preistarget sehen. Hier kann man dann auch, wie wir gestern besprochen haben, die Fibonacci Extension verwenden. Da seht ihr auch ein gutes Level. Wäre dann hier als Preis ungefähr das 1,6er Fibonacci Extension Level bei ungefähr 80.000 Dollar. Hier können wir dann schon erste Profite realisieren. Aber soweit sieht es hier meiner Meinung nach noch bullisch aus. Wenn wir auch hier noch abschließend auf dem Tageschart auf den Lux Algon Charter schauen, die Sensitivität steht nach wie vor auf 19. Könnt ihr auch sehen, wir hatten hier ein extrem gutes Long-Signal. Ihr seht, das Long-Signal war hier bestätigt bei den 44.800 Dollar. Wir hatten hier hoch einen Anstieg von 65% auf 73.000 Dollar. Ihr seht, hier ist der Trendcatcher rot geworden als Warnung, die Kerze nach violett. Somit war hier das Long-Signal nicht mehr bestätigt, aber ihr seht eben auch, passend zu der aktuellen Seitwärtsphase, wo wir eben hier keinen klaren Trend haben, keinen klaren Long-Trade und keinen klaren Short-Trade. Also so sind auch hier eben jetzt die Kerzen violett.
also so gesehen neutral, weder long noch short bestätigt. Das heißt also, wir möchten hier sehen, dass wir im Breakout, wie vorhin beschrieben, hier zumindest über die 1 bis 1400 Dollar sehen. Dann werden hier die Kerzen grün, dann kann man wie beschrieben hier long einsteigen. Ansonsten, falls wir noch einmal einfach eine kleine Korrektur hier bekommen und wir unter die 60.000 Dollar hier fallen und wir hier unter diesen roten Kasten fallen, also hier ungefähr unter die 62.700 Dollar, dann kann man wie gesagt hier in Richtung der 58.000 Dollar short gehen. Wobei ich auch ganz klar sage, ich werde hier nicht short gehen. Der übergeordnete Trend ist nach wie vor long. Und dementsprechend werde ich jede Korrektur, die kommt, nur nutzen, um hier stufenweise meine Long-Position, die ich bei den 69.000 Dollar eröffnet habe, weiter zu erhöhen, um sie dann hier mit auf neue Allzeithochs zu nehmen. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.